grüße dich. Erste Mal der SCM in Köln, Sie aber schon Weltmeister. Was für Gefühle ist das, wenn man hier im Halbfinale wäre? Ja, das ist ein super Gefühl. Ich freue mich sehr viel für dieses Event und habe schon, ja, seit wir haben qualifiziert hier, gefreut zu kommen hier und ja, ein Teil auf dieses Event zu sein. Das ist ja vielleicht der größte Event in Handball Europa für Vereinshandball. Ja, das ist wirklich groß für SC Magdeburg. Ist es ein größeres Event als euer Sieg, der doppelte Sieg bei der Vereinsweltmeisterschaft? Ja, natürlich ist es das. Das ist viel schwieriger hier zu kommen, weil das ist sechs wirklich gute Mannschaften, das am Anfang der Saison das spielt hier in diesem Turnier. Und, ja, und das ist ein Event, alle Mannschaften wollen dabei sein und alle wollen ein Teil auf diesem Event sein. Und ja, für uns ist es ja sehr groß, wenn das ist das erste Mal für uns hier zu spielen in diesem Event. Nun habt ihr zweimal in Folge bei der Vereinsweltmeisterschaft Barker geschlagen. Wie sieht's jetzt aus? Seid ihr wieder auf diesem Leistungsniveau, auf diesem Zenit wie im Oktober? Ja, das glaube ich. Wir haben gut performt das ganze Jahr. Und ja, so haben sie auch. Das ist natürlich ein Spiel mit zwei guten Mannschaften und das ist so, das ist Tagesform. Wer performt gut in diesem Halbfinale, das ist ja natürlich viel entscheidend. So. Und was sind die Schlüsselpunkte, um zu gewinnen gegen Barker? Was muss da klappen? Wir müssen die Tempospielchen sehr gut klein halten. Natürlich müssen wir das und dann müssen wir natürlich auch unser eigenes Tempospiel, was sagt man, gut machen. Weil das ein großes Ding für uns, dass wir wollen laufen mit sie und nicht die andere Weg drumherum. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel, aber natürlich geht es um die ganze Spiele, Abwehr, Angriff, alles zusammen. Ja. Sie haben schon wieder einige Spiele in der Bundesliga absolviert. Sind Sie körperlich wieder voll fit und belastbar? Ja, bin ich. Gefühl ist super im Knie und ich bin bereit für Spielen viel und haben ja fast einen Monat gespielt jetzt und mittrainiert und alles hat super gelaufen mit Knie und Reha und ich bin fit. Bis auf Omar sind doch alle Spieler wieder an Bord beim SC Magdeburg, oder sehe ich das falsch? Nee, das ist so. Ist so. Ja. Also kann man sagen, volle Kapelle, fast volle Kapelle und morgen wird alles reingelegt, ja, um ins Finale zu kommen. Ja, genau. Dann wünsche ich viel Erfolg, viel Glück, nicht nur für morgen, sondern auch wahrscheinlich dann für Sonntag. Dankeschön. Alles Gute. Gerne.